Gleich beenden wir Rangstufe Nummer 7, aber bevor wir jetzt hier starten, wollte ich einfach mal die Gelegenheit nutzen und mich schon mal bei euch bedanken, denn ich habe jetzt gesehen, wir haben schon insgesamt über 12.000 Aufrufe. Es macht mir wirklich richtig, richtig viel Spaß, nicht nur, dass ich sehe, dass immer mehr Leute die Videos gucken, sondern eben, dass ihr auch mal den Gefällt mir-Button klickt oder richtig viele Kommentare schreibt. Katzilla hat zum Beispiel geschrieben, dass ihm dieses DTM-Let's Play bisher am besten gefällt. Das freut mich natürlich richtig doll. Zagbanto hatte mir auch eine richtig schöne private Nachricht geschickt gehabt, wie schön er das denn so findet und alles. Mir macht es auf jeden Fall richtig viel Spaß. Ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, euch gefallen die kommenden Folgen und die kommenden Meisterschaften genauso gut oder vielleicht sogar noch besser. Assassin 124 hat sich sogar die Mühe gemacht und für uns ein Profilbild jetzt erstellt. Das ist wirklich eine richtig klasse Sache von euch. Und nun spielen wir weiter, wir wagen uns weiter ins Getümmel und ich sehe gerade, dass wir hier schon wieder zwei verschiedene Rennklassen haben. Ach Gott, das kennen wir ja. Dritter Platz oder besser? Diese Fahrzeuge, wow, das sind mal viele. Wild verrückt durcheinander gewirbelt. Drei Rennstrecken, drei Runden. Oh, das hier ist, glaube ich, eine neue. Die können... Achso, die lang... Na, wir werden sehen. Qualifikation machen wir erstmal noch nicht. 5 Sekunden von 0 auf 100. Oh, das ist aber ein Flitzer hier. Hallöle, hallöle. Ich hatte ja schon mal gefragt, wen das vielleicht jetzt stört, wenn wir in die Rennstrecke 5, 6 Mal irgendwie fahren müssen, weil ich das nicht hinbekomme, gleich beim ersten Versuch. Verschenke diese Meisterschaft nicht. Gib alles. Fliegender Start. Aber da habt ihr eben geschrieben, dass ihr das, glaube ich, ganz unterhaltsam findet, wenn ich mich jetzt hier so nach vorne quälen muss. Was? Wieso überholen die mich denn alle? Hallo? Ich gebe Vollgas. Dritter Platz. Drei Runden. Boah. Und da geht's wieder los. Da müssen wir uns wieder nach vorne kämpfen. Aber ich glaube, wir haben jetzt von den Fahrzeugen, die zur Auswahl standen, das Schlechteste erwischt. Wir sind so langsam hier. Guck mal, wie der da vorne wegzieht. Was ist das denn? Vielleicht jetzt einfach mal hier durch... Ja, durchmogeln. Das geht immer. Oh, oh, oh. Nein, da habe ich... Oh, da habe ich jetzt aber Blödschaden bekommen. Das ist nicht so optimal. Und der erste ist schon wieder so gut wie weg. Unten links auf der Karte sehen wir es wie üblich. Die roten Pünktchen, das sind die aus unserer Rennklasse, aus der langsameren Rennklasse. Zwei Runden noch. Und ganz vorne, jetzt schon gar nicht mehr in der Karte, unten links eingezeichnet. Haben wir auch am Anfang, jetzt sehen wir sie. Die grauen Punkte und das ist die schnellere Rennklasse. Aber das ist total unwichtig, wie die da fahren. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf die fünf Leute oder auf die vier anderen Leute, die bei uns jetzt hier unterwegs sind. Shit. Und gerade an uns vorbeiziehen. Mist. Da waren wir, glaube ich, gerade ein bisschen beschädigt. Da sind wir, glaube ich, gerade ein bisschen nach vorne gekommen. Und dann so ein blöder Fehler. Aber okay, wir haben wieder drei Rennstrecken. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt bei jeder Erster werden. Das ist nicht unbedingt nötig. Oder es ist sowieso nicht nötig, nicht nur unbedingt. Und eine Runde bleibt uns noch, zumindest vielleicht den zweiten Platz wieder zu sichern. Das wäre ja in Ordnung. Wir kommen ein bisschen ran. Das ist die letzte Runde. Versuch, deine Position zu verbessern. Das werden wir versuchen und hoffentlich auch schaffen. Ach, los jetzt aber. Ja, jetzt kommen wir ran. Wir haben natürlich auch Schaden. Unten rechts sehen wir es mal wieder. Oh, können dadurch nicht ganz so schnell fahren. Nicht die maximale Geschwindigkeit erreichen, leider. Oh, das wird jetzt aber doch schwieriger, als ich dachte. Ich dachte, da kommen wir jetzt schneller ran. Shit. Na, fünfter Platz wäre nicht gut. Komm schon, jetzt. Oh, was fliegt denn da? Hallo. Nein, gar nicht gut. Absolut schlecht. Och na. Fünfter Platz, das war jetzt aber gar nichts. Das war... Naja. Machen wir nochmal. Wir haben in dieser Meisterschaft eine große Chance.
Ich weiß, dass du es schaffen kannst. Ja, schaffen können wir das bestimmt, aber eine große Chance, also das glaube ich eher nicht. Oh, ja, was? Und ich glaube, der hat keine Strafe bekommen. Fahre wie ein Profi und rechne mit allem. Ja, der hat er vollkommen recht, da müssen wir wirklich mit allem rechnen. Aber so ganz so groß, guck mal hier, wie langsam ich bin. Ganz so groß sind unsere Chancen hier nicht. Das, der hat er nicht so ganz recht. Oh, hallo, was ist denn jetzt los? Ich bremse doch gar nicht. So, jetzt hier. Ach, shit. Wir müssen uns anstrengen. Aber ganz gewaltig. Und jetzt einfach mal überholen, so. Also ich glaube, mit denen hier vor uns sind wir schon mal gefahren. Ich bin mir eigentlich sogar richtig sicher. Und überholt habe ich den bestimmt auch immer. Oh nein. Tolle Fahrweise. Naja. Was er unter toll versteht. Da musst du aber ganz schön was einstecken. Lass dich nicht ablenken. Ja. 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 Ach nein. Bleib stehen. Okay, wir haben noch 2 Runden Zeit. Das können wir schaffen. Irgendwie jetzt dranbleiben. Und dann da vorne bei der Kurve wieder überholen. Das klappt am besten. Oh, wie die hier wegziehen, das ist doch unmöglich. Ja, ja, ja. Boah. Komm schon, komm schon. Weiter so und dein Platz auf dem Podest ist dir sicher. Ja, kommt drauf an, welcher Platz. Also dritter Platz wäre jetzt auch nicht so schön. Zweiter Platz ist in Ordnung, erster Platz wäre super. Aber das reicht momentan maximal für den dritten. Jetzt müssen wir hier wieder was riskieren. Genau, hier kommen wir mal gut ran. Und hier vorne jetzt, wow, oh shit, komm, 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 komm. Mist. Also auf der Geraden, ihr seht es, da können wir nicht vorbeiziehen, das schaffen wir nicht. Oh, wie die jetzt hier, boah, mein Gott. Ist unser Schaden doch schon so groß. Das ist die letzte Runde und deine letzte Chance zu überholen. Ja, eine Runde haben wir noch Zeit. Oh, was ist das denn jetzt für ein Rückstand? Ey, das wundert mich jetzt doch schon sehr, dass sie so da vorne davonziehen. Ich versuche hier wirklich alles. Komm schon, komm schon. Verdammt. Das müssen wir doch irgendwie schaffen. Hier mal mit Vollgas durch. Oh, das wird nichts mehr. Ich müsste jetzt eigentlich hier vorne... Scheiße. Nein. Achte darauf, dass deine Reifen sauber bleiben. Fahr nicht ins Infield. Oh, 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 oh. Kein Grund zur Sorge. Dein Motorenproblem. Ja, doch Grund, doch Grund. Die können uns überholen. Gibt's nicht, gibt's nicht, gibt's nicht. Ihr bleibt... Oh, du bleibst hinter mir. Bleib hinter mir. Das war jetzt ein bisschen unsportlich, aber gut. Pech, ein toller dritter Platz, aber du warst so nah am Sieg. Boah. Das wird ja jetzt richtig schwierig. Und ich glaube, wir fahren jetzt hier die große Runde, wenn mich das vorher nicht getäuscht hat. Oh, nein, nein, was mache ich denn? Kein guter Start. Und die ziehen mal wieder alle davon. Seht euch das an. Das ist ja unmöglich. Wow, wow. Oh, nein. So, schön. Cool. Dritter Platz. Ups. Eigentlich stelle ich mein Handy immer auf lautlos. Das tut mir leid. Das, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt gehört hat. Ich hoffe mal nicht. Ach, du Kacke. Das war ein echt über Crash. Beruhige dich. Ob ich hier eine Nachricht bekomme, egal, das machen wir später. Jetzt geht's hier erstmal weiter. Komm schon. Mann, ich glaube, die haben sich hier irgendwie bei der schnelleren Rennklasse befestigt. Oh, jetzt habe ich den mal erwischt. Die haben sich bestimmt hier irgendwie befestigt, so mit einer Schnur oder so, und dann werden sie da hinterhergezogen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Guckt euch mal an, wie die hier abgehen. Und ich gebe hier Vollgas.
Die werden doch gezogen oder was weiß ich. Oh, das war aber schön. Oder was weiß ich was. Wir haben wirklich nur in den Kurven eine Chance. Hier auf der Geraden. Oh, ach, du Kacke. Zurück auf die Strecke. Auf dem Infield hast du nichts zu suchen. Hier auf der Geraden sieht das ganz schlecht aus. Mit diesen Kurvenschneiden kommst du niemals durch. Ja, tut mir leid, das wollte ich ja nicht. Ich bin ja hier weggeflogen. Ein bisschen mal eine bessere Rennstrecke bauen und nicht eine, wo man immer... Kacke. Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Ist jetzt die Frage, machen wir nochmal einen Neustart? Also wir müssen hier eigentlich schon Erster werden. Jetzt wurden wir zweimal verwarnt. Oh! Nein, nein, nein! Damit wäre die Frage beantwortet. Neuer Versuch. Gleich hier vorne irgendwie... Na... Ja, es gibt eigentlich... Nein! Oh, was? Oh. Shit. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Wir müssen gleich am Anfang auf Rang 1 nach vorne fahren. Und dann müssen wir die ein bisschen behindern beim Überholen. So, jetzt. Komm, 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 komm. Shit. Aber wir haben noch die Möglichkeit. Jetzt müssen wir ganz innen, ganz, ganz dicht innen bleiben. Ja, oder so. Na toll. Versuchen, Windschatten abzubekommen, aber der gibt, den gibt's für uns anscheinend gar nicht, ja. Dein Getriebe könnte Flüssigkeit verlieren. Pass lieber auf. Komm, jetzt einfach mal hier. Ja! Na, das war aber... So, jetzt kommt hier keiner mehr durch. Nein, 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 du kommst ja auch nicht. Autsch. Das tat weh. Zum Glück habe ich meinen neuen Helm immer noch auf. Meine Güte. Gleich wieder hier vorne innen bleiben. Das müssen wir jetzt irgendwie besser hinbekommen. Ohne groß Schaden. Ja, genau so, genau so. Ich könnte mir eigentlich auch vorstellen, dass es hier eigentlich drei Rennklassen geben sollte. Nur für die dritte Rennklasse gab es leider nicht genügend Starter. Deine Reifen haben jetzt die optimale Temperatur. Außer uns. Und deshalb sind wir eine Rennklasse nach oben geschickt worden. Das war ein echt übler Crash. Und müssen hier jetzt mitfahren. Weil wir sind wirklich deutlich langsamer. Auch komplett ohne Schaden. Autsch. Autsch, da fliege ich schon wieder weg und das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, und wie die angerast kommen, da kriegt man ja Angst. Ah, shit. Oh, was? Nein, nein, nein. Scheiße, scheiße. Ich behindere alle, ich behindere. Ihr kommt hier nicht vorbei. Nein, 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 nein. Hallo, warum gibt er nicht Gas? So, fahr doch mal. Fahr, fahr, fahr. Oh, jetzt bleibt doch nicht stehen. Nee, das machen wir nochmal. Das war jetzt richtig Mist. So, also. Wir konzentrieren uns und wir ziehen hoffentlich vorbei. Es ging ja gerade eigentlich schon ganz gut. Wenn wir hier vorne das wieder schön ausnutzen. So, aber knapp. Nein, du kommst hier nicht. Nein! Ups! Wo bin ich denn jetzt? Das Infield bremst dich aus. Bleib auf der Strecke. Ich wurde ja hier weggeschubst. Oh. Na toll. Jetzt fahren wir wieder nur hinterher. Also eigentlich dürften wir das gar nicht mehr schaffen. Vielleicht hier vorne einfach mal so einen Risikosprung. Upsala. Ups. Bleib auf dem Asphalt. Mit diesen Kurven schneiden kommst du niemals durch. Ja, ging ja nicht anders. Ich wurde ja hier weggeschubst. Bleib auf dem Asphalt. Hä? Was? Nicht so schneiden. Nein. Okay, das vergessen wir jetzt einmal ganz kurz und dann... Wir versuchen es gerade zum ersten Mal. Ah, ich bleib hier vorne mal hängen. Das ist immer blöd. Oh, das war ein ganz schlechter Start. Nein, och. Nein.
so. Wir dürfen bloß keinen Schaden haben. Verdammt. Das ist wirklich schwierig. Ich muss vorbeiziehen, ich darf aber keinen Schaden haben. Ja, und das darf auch nicht passieren.